So, heute geht es mal wieder um Einweihungen, ja. Einweihungen in der Reiki-Heilmethode. Und nun war ja der Mikao Usui, der Begründer der Reiki-Heilmethode, im Wald gewesen, als er in Reiki eingeweiht wurde, wo er asketische Praktiken durchführte. Und man kann sich ja jetzt mal die Frage stellen, warum das eigentlich so war. Oder auch andere Fragen stellen. Eileen, was fällt denn dir dazu ein? Ja, eine Frage wäre, warum ist Mikao Usui ausgerechnet ins Kurama-Gebirge gegangen? Er war da ja sehr lange Zeit einfach quasi in der Wildnis, im Wald, hat er seine asketischen Praktiken durchgeführt. Und das ist nicht nur unbequem, sondern ja auch ein bisschen gefährlich. Trotzdem hat er das gemacht, ja. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das Kurama-Gebirge hat dafür gewisse Vorteile, wobei man dazu sagen kann, dass es in Japan eine ganze Reihe von Orten in der Natur an Bergen und Wäldern und Gebirgen gibt, die dafür extrem gut geeignet sind, asketische Praktiken durchzuführen. Das ist also längst nicht nur das Kurama-Gebirge. Aber dort gibt es einige sehr gute Dinge, wo man sagen kann, ja, genau deswegen ist das besonders gut geeignet. Und das ist so, zum einen gibt es im Kurama-Gebirge dort, wo er gewesen ist, den sogenannten Kurama-Tempel. Und das ist ein synkretistischer Tempel, also eine Kombination aus Shinto, dem japanischen Weg der Götter, der japanische Schamanismus, und zwar ein Drachenschamanismus und außerdem Buddhismus. Und jetzt gibt es in Japan verschiedene buddhistische Schulen. Im Laufe der Jahrhunderte wechselten diese Schulen. Deswegen ist jetzt nicht unbedingt die Frage, was ist dort jetzt für eine Schule? Und daran kann man dann ausmachen, was Usui für eine Schule angehört hatte. Und deswegen ist er da hingegangen, weil das wechselt und es viele Gründe gibt. Also Japaner sehen das einfach so nicht so eng, dass sie nur dahin gehen oder nur dahin gehen. Sondern ich denke, er hat sich den Kurama nicht wegen des Tempels ausgesucht, sondern wegen des gesamten Settings und der Möglichkeiten, die es dort für asketische Praktiken gibt. Das kannst du dir so vorstellen. Das Kurama-Gebirge ist nicht nur einfach ein Gebirge aus verschiedenen Bergen. Kurama heißt Pferdesattel, das heißt ein Gebirge, wo der Weg von einem Berg zum anderen sattelförmig ist, anstelle dass es so richtig tief runter geht. Und dort, dieser Ort ist seit Jahrhunderten bekannt für Asketen des Buddhismus, des Shinto, also Schamanismus, das Shinto heißt der Weg der Götter, der Spirits, der Kami, und des Shugendo, also der Weg der japanischen Bergzauberer, Bergasketen und sowas. Ne? Und die wiederum praktizieren eine Kombination aus Schamanismus, Volksmagie, tantrischer Buddhismus und Shinto. Ja? Ja, so. Und also dafür ist dieser Ort einfach bekannt. Und deswegen gibt es da nicht nur einfach einen Tempel mit ein paar Gebäuden, wo man dann reingehen kann zum Meditieren, sondern es gibt viele heilige Bäume, die seit Jahrhunderten als solche bekannt sind und entsprechend auch markiert sind, wo man hingehen kann und dann sich mit diesen Spirits, die dort sind, beschäftigen kann und viele Praktiken tun kann. Und dort sind Vorrichtungen dafür, dass das möglich ist. Dann gibt es außerdem einen Ort, der ist berühmt dafür. Entsprechend steht dort auch eine Steinstele, wo der Gründer des japanischen Schamanismus war und dort diesen japanischen Schamanismus quasi begründet haben soll. Und dort steht auch ein Drache, eine Drachenfigur, weil
dieses Kwama-Gebirge eben ein Drachenkraftplatz ist, also handelt es sich dort um einen Drachenschamanismus. Dann sind dort so Trittsteine und dort kommt Wasser herab, wo man sich hinstellen kann, dass dieses Wasser direkt auf den Scheitel tröpfelt. Und in diesem Zusammenhang gibt es in Japan etliche Bergpraktiken und Wasserfallpraktiken, um seine Sinne zu stärken, um Visionen zu erlangen, um sich mit den Spirits zu verbinden und, also ganz viele Dinge. Und das ist einfach alles dort, auf einem relativ überschaubaren Raum, kann man diese Praktiken durchführen. Und ich denke, genau weil das dort ist, ist das kein Zufall, das wird er gewusst haben, der Usui, ist dorthin gegangen, hat diese Praktiken durchgeführt, plus noch eine weitere, die Gumonji-ho. Das ist ein Meditationsritual, was dafür da ist, um spirituelle Fähigkeiten zu empfangen. Ja. So, und da ist er entsprechend hingegangen und hat das praktiziert. Ich denke, das ist der Grund, warum er dorthin ging. Aber, wie du ja schon sagtest, das ist nicht ganz ungefährlich. Generell sind die japanischen Wälder gefährlicher als die Wälder bei uns. Denn Japaner kommen nicht auf die Idee, alle ihre Tiere, außer die sie dann essen wollen, im Wald auszurotten. Denn es gibt bis heute in Japan ganz natürlich verschiedene Arten von Schlangen. Kleine Schlangen, große Schlangen. Das Größte, was ich gesehen habe in einem japanischen Wald, das war in Shikoku, also nicht beim Kurama, war eine Schlange, die war vielleicht so 5 cm dick und mehrere Meter lang. Ja. Und ja, die war dann auch da. Ja. Das ist halt ihr Zuhause und ich habe ihr Zuhause besucht und fand das ganz nett, dass sie mich einfach gewähren ließ. Ja. Und es gibt aber dass sie satt war. Ja, wie auch immer. Ja. Und über Futter haben wir uns da nicht unterhalten. Ja. Einen guten Tag gewünscht und dann weiter. Ich war mit Askese beschäftigt. Ja, weiß ich dann nicht so viel, was die da machen. Ja, vielleicht dachte die sich, das lohnt sich nicht, weil an dir nichts dran ist. Ja, dieses Geritte da, das ist da sehr unschmackhaft. Ja. Und so viel zu viel Mantra-Energien drin, dass man den Müll wieder los ist. Ja. Und sowas, das geht ja gar nicht. So, keine Ahnung, was sie denken. Naja, wie auch immer, Scherz beiseite. Ich habe auch im Kurama-Gebirge und in der Umgebung dort Schlangen gesehen. Die sind nur so circa 1,50 bis 2 Meter lang und vielleicht so 2 bis 3 Zentimeter dick. Haben ein sehr, sehr schönes Muster. Und diese Schlangen sind dafür bekannt, dass sie, wenn sie einen Menschen beißen, dass rund um diese Bisswunde das Muster der Schlange entsteht. Das ist ja interessant. Ja, das ist sicherlich interessant, aber unangenehm. Ich habe das rausgefunden, also ich habe davon gehört und ich habe das dann im Detail rausgefunden, als ich mal in London im Zoo gewesen bin. Dort wurden nämlich diese Schlangen gezeigt und es wird gesagt, dass diese Schlangenart es nur in Japan gäbe und an einem besonderen Ort in Afrika. Und da war ein Afrikaner, der von so einer Schlange gebissen wurde. Und dann wurde stündlich oder so oder zweistündlich ein Foto gemacht, wie sich am ganzen Körper nach und nach dieses Muster der Schlange ausbreitet. Und wenn dann irgendwann der letzte Ort sich schließt mit dem Muster, in dem Moment stirbt dann dieser Mensch bedauerlicherweise. Also es ist keine so sonderlich gute Idee, sich beißen zu lassen, wenn man nicht ein Gegengift hat. Und ich befürchte, dass dieser Afrikaner dort kein Gegengift bekommen hatte. Also besser wäre es, das Gegengift zu haben, anstelle die Kamera. Aber nun denn. Und also das ist eine, sag ich mal, eine grundlegende Gefahr. Ich habe diese Schlangen gesehen. Ich sag mal, man muss sich nicht unbedingt mit denen anlegen. Ja? Das wäre vielleicht eine gute Sache. Dann gibt es außerdem in Japan, auch in der Gegend, also in der Gegend nicht so viel, aber an einem der gegenüberliegenden Berge sehr viele Affen, richtige Affenkolonien. Und die können gefährlich sein, müssen sie aber nicht. Ja? Außerdem gibt es eine Art japanischen, ich nenne das jetzt mal japanischer Braunbär. Ich weiß nicht genau, wie diese Rasse dort heißt. Die sind nicht ganz so groß wie diese kanadischen Braunbären, aber sie sind groß genug, dass sie
lebensgefährlich sind. Und während ich in Japan lebte, gab es immer mal in der Zeitung, so einmal im Jahr, das hat mir meine Vermieterin dort gezeigt, gibt es jemanden, und das geht dann durch die Medien, der da wieder ins Kurama-Gebirge gegangen ist mit Kamera und seiner Freundin und einem Honigtopf. Und die Freundin hält die Kamera und er will dann halt der Freundin zeigen, wie er den Bären füttert. Naja, und der Honigtopf ist die Vorspeise und das Steak ist dann der Freund. Und das ist schlecht. Ja, da steht sogar irgendwo beim Kurama-Tempel ein Schild für die Benimmregeln auf diesem Berg. Und da steht, dass man mit sich selbst nicht die Bären füttern soll, weil das unangenehm für die Mönche ist, an denen die Reste den ganzen Dreck da wegzuräumen. Und so. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Genau. Das muss nicht sein. Genau. Also ich habe aber Bären dort noch nicht gesehen, zum Glück. Und dann gibt es noch etwas, oh ja, ganz gefährlich. Der Legende nach gibt es dort Waldgeister mit langer Nase, diese heißen Tengu. Und so eine Skulptur sieht man gleich, wenn man mit dem Zug dorthin fährt und aus dem Bahnhof herauskommt. Ja. Ist kein japanischer Pinocchio, aber eben so ein Waldgeist. Und was machen die? Die sind einerseits sehr, sehr gut in der Kampfkunst, im Schwertkampf, in ihrer Schritttechnik. Entsprechend sind in dem Bahnhof von Kyoto dort auch Bilder von dem Volksheld Yoshitsune, ein Samurai, der im 12. Jahrhundert lebte in Japan und der dort als kleiner Junge in den Tempel gebracht wurde, nachdem seine Familie umgebracht wurde und der dann aus dem Kloster immer ausgebüxt ist und von den Tengu, den Waldgeistern mit langer Nase, dann die Kampfkunst gelernt hat. Nun ist Tengu gleichzeitig auch ein Ersatzwort für Ninja. Ninja sind, kennt man aus dem Film, die Leute mit den schwarzen Anzügen, die sich unsichtbar machen, so Handzeichen machen. Das Kujikidi, was ich ja auch unterrichte. Heute bin ich mal nicht ganz schwarz gekleidet. Ja, das kommt nicht immer so gut auf dem Film, im Video. Ja. Und die praktizieren eine Kampfkunst und denen wird von japanischen Geschichtsschreibern nachgesagt, die sind die Bösen in der Geschichte. Und da sie aber die meisten Heldentaten begangen haben, hat man die einfach aus der Geschichte gelöscht und anstelle dessen dort Tengu hingetan. Deswegen weiß man, dass der Kurama im Prinzip auch ein Ninja-Spot gewesen ist, auch wenn er nicht als solcher so bekannt ist wie die ganz berühmten Orte wie zum Beispiel Iga und Koga. Ja, das sind andere Orte, wo es heute noch Museen diesbezüglich gibt und die historisch auch wirklich gut recherchiert sind. So, also diese gibt es und die machen diese Waldgeister mit langer Nase, diese Tengu, von denen heißt es, dass sie besonders Bergasketen gerne nehmen, an den Füßen aufhängen und lebendig aufessen. Also wenn man auf eine Schlange getreten ist, wenn man vom Bären flüchtet, sollte man nicht auf eine Schlange treten und auch nicht, und wenn man sich gegen den Tengu verteidigen möchte, dann hat man vielleicht eine Chance, nachdem man von der Schlange gebissen wurde, weil das eigene Fleisch für den unverträglich ist. Ja? Da sollte man vielleicht eine Unverträglichkeitsanwendung machen oder sowas. Ja, also so, insofern ist das nicht ganz ungefährlich. Jetzt kommt aber noch etwas hinzu, was den Usui dort anbelangt. Wann war er dort? Ja? Also wenn man im Sommer oder zu dieser Jahreszeit wie jetzt in dieses Gebirge geht und da rumläuft, ist das schön warm, echt toll. Ja? Aber der war dort im März und da ist es in Japan noch richtig, richtig kalt. Also richtig warm wird es in Japan eigentlich erst, in Zentraljapan erst ab April, wo die Kirschblüte blüht. Ja. Aber März kann schon richtig noch knackig kalt sein und natürlich im Gebirge. Das heißt, das ist schon heftig, vor allem wenn man so eine Wasserfallpraxis durchführt, da kann man sich da nicht eben nebenan warm duschen oder so. Ja. Oder mal in die Sauna gehen und dann mal kurz unter die kalte Dusche und sowas. Also das ja, die ist schon, hat man dann die ganze Zeit, ja. Ja, das ist, da kann auch durchaus noch Schnee liegen und so. Ja. Also das ist wirklich eine enorm heftige Praxis. Und das, finde ich, ist auch nützlich, sich zu vergegenwärtigen. Was hat Usui auf sich genommen, dass wir heute hier diese Reiki-Heilmethode haben? Ja. Der war ganz schön hart im Nehmen. In der Tat. So, das wäre diese Frage.